Ausnahmeerscheinung, Lebensversicherung, Heilsbringer, der Beste von seinem Fach, der Roger Federer vom Schweizer Eishockey. So wie unser heutiger Taxigast betitelt, der neue Goalie vom EV Zug, der Leonardo Cennoni. Und der fünffache Schweizer Meister und dreifache Familienvater ist ein vielbeschäftigter Mann. Im Moment ist er gerade beschäftigt mit Training hier in der Bossard Arena. Und wir nutzen jetzt die Zeit, die wir für ihn den Chauffeur machen, für ein Gespräch mit ihm. Grosse Freude, Leo, steig ein. Schön, dich zu sehen. Ciao, Reto, hoi. Komm rein. So, fahrst du mich heim? Ja, gern, wenn das recht ist. Sehr gern, ja. Wunderbar, machen wir. Jetzt ist noch die Frage, ob du gerade, dich kurz verpflegen magst. Wir haben ja, kennst du es ja? Zu trinken. Wir haben keine Kirschtorte, aber dafür Kirschstängel. Wäre das auch? Das ist lieb. Im Moment ist es noch gut. Sicher? Da geht es Mittagessen. Wirklich? Aber lieb, ja. Ein Äpfel hätten wir so schau. Das ist ja deine Antwort mal auf eine ganz tiefschürfende Frage. Weißt du noch, wie die Frage gegangen ist? Die Frage war, was wärst du als Frucht? Was genau. Für eine Frucht wärst du? Und deine Antwort war, ich wäre ein Äpfel. Weißt du, warum du das gesagt hast? Das ist eine recht gute Antwort. Ich finde sie super. Aber sie sagt viel über dich aus. Ich bin ein Äpfel, weil Äpfel haben alle gerne. Ja, genau. Du willst von allen geliebt werden, gell? Ist es nicht anstrengend? Ja, du versuchst allen zurechtzulegen. Ich nehme nachher gerne okay. Ist es so? Aber nein, es ist nicht so. Es ist, du gehst deinen Weg. Und dann ist es... Bis jetzt habe ich meistens die richtige Entscheidung gemacht. Und bin dann eigentlich auch... Ich werde eigentlich wirklich auch gross respektiert. Und von dem her mache ich eigentlich meistens das Richtige. Ich kenne niemanden, der je über dich ein schlechtes Wort verloren hat. Ja, das müssen wir eben so einen suche ich auch noch. Was du auch sagst, was du faszinierend findest am Goalie sein, ist, eigentlich in der gleichen Situation bist du entweder der Held oder der Depp. Das sind deine Worte. Und rechts von dir hat es ein iPad. Und wenn du dort mal reinschauen magst, die erste Szene, ich weiß nicht, ob du jetzt schon weißt, was jetzt kommt, aber vielleicht hast du so eine gewisse Vermutung. Kannst gerne mal reinschauen. Ich nehme mal an, es ist ja. Klopft weg, Cennoni. Oh, Cennoni daneben, und dann ist das das so. Yannick Frena. Also, Cennoni gewinnt das Laufduell und dann. Du musst das Ganze schauen. So lange mit Max. Ist es so schlimm? Du hast es ja selber mit einem Lächeln genommen, oder? Ja, weil ich weiss, was passiert ist natürlich. Mhm. Also ich war ja weit voraus gewesen, und habe einfach mit dem Schlittschuh eingehängt. Ich meine, wie viele Mal das in den Spieler umgeht, das bemerkt man fast nicht. Ja. Aber wenn es halt den Goalie macht, dann sieht es erstens mal jeden und zweitens, ich sage jetzt mal, zu 99% gibt es das Goal. Wo du angefangen hast, sagst du selber, du warst auch zuerst mal spielen gewesen. Sagst du, das sind deine Worte, nicht ich, riesen Pfeife gewesen. Ja. Ich weiß auch nicht. Auch jetzt, wenn ich knippeln oder irgendwie einen Spielerstock in die Hand nehme, ich könnte nicht slappen. Das gebe ich auch zu. Ich kann es einfach nicht. Wobei, als ich noch angefangen habe, war es ein Holzstück. Ja. Schon mal ein bisschen schwieriger gewesen, glaube ich, auch sicher. Aber ich kann es auch mit den neuen Stöcken nicht. Ah, okay, und also, es ist wirklich, ja. Ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, die ich hier auf der Goalie-Position gesetzt habe. Wieso war es vor allem für dich? Es macht natürlich. Ich bin auch ein Wettkampfmensch und es macht auch mehr Spass, wenn man sich mit den Besseren kann messen kann. Und dort war einfach die Frage, entweder gehe ich zu den Schlechtesten, ja, für den Breitensport rein, eigentlich als Spieler. Oder zu den Besten gehen als Goalie sein. Und dann war das eigentlich so für mich als Wettkampftyp eigentlich klar gewesen, dass ich dann dort mich
den besseren Anschluss. Was jetzt faszinierend ist, ist, dass du so eine Karriere anlegst und das, obwohl du eine unglaubliche Beeinträchtigung hast mit deiner Hörbehinderung, die du hast. Jetzt, ich weiss, du sagst, das ist eigentlich für dich wie eine andere Hände Brille, du hast jetzt halt ein Hörgerät. Erst einmal, kannst du uns das mal zeigen? Oder ist das etwas, wo man... Ja gut, man sieht es ja fast nicht mehr. Also es ist eigentlich... sind extrem klein geworden. Ja. Wobei es mein Erster. Also es ist nicht so, dass ich... das habe ich erst vor 4 Jahren oder so das machen lassen. Und ich habe es nie bereut. Also es ist extrem... Ich glaube, man merkt erst nachher, was man verpasst hat. Ich glaube, das ist etwa bei einem Brillenträger etwa gleich. Dass man wirklich erst merkt, wie schlecht das man sieht, wenn man nachher eine Brille hat. Und das war eigentlich bei mir genau das Gleiche gewesen. Aber es beeinträchtigt mich eigentlich nicht. Vor allem nicht auf dem Eis. Weil es dort allgemein zum Glück in der Schweizer Stadien auch laut ist. Ja. Und von dem her kann ich sehr gut damit leben. Und du hast ja 10 Jahre lang, also nach dieser Hirnerschütterung, die du hattest, und eben dort, wo das nachher angefangen hat, hast du eigentlich 10 Jahre lang nichts gemacht. Und so wie man gehört, hast du 40% noch gehört von dem, was man normalerweise hören würde. Das hat dich nicht... Also, ich muss schon sagen, es ist immer ein bisschen schlechter geworden. Also, okay, also, am Anfang war es nicht so schlimm gewesen. Aber ich es dann einfach gemerkt, wo ich einfach mit den Kindern, wo ich die nicht mehr verstanden habe oder nicht verstanden habe, oder wenn es gehalten hat oder in der Garderobe allgemein. Und dann irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo man sagt, hey, es geht nicht weiter, ich muss irgendetwas machen. Ja. Hast du das Gefühl, du fokussierst halt gerade auch wegen einer Hörbehinderung dann umso mehr auf andere Sinn? Oder hat das nicht so zu sagen? Ich glaube, ein Goalie allgemein muss extrem mit den Augen arbeiten. Also, ich kann jetzt da nur als Goalie reden, weil ich nicht genau weiß, was ein Spieler ist, aber sicher ein Spieler auch. Aber als Goalie, wenn du den Puck nicht siehst, dann kannst du den nicht fangen. Ja. Und das ist ja eigentlich das Ziel von uns. Also musst du mit den Augen arbeiten. Vor allem auch, wenn du vielleicht nicht gerade den grössten Körper hast und nicht einfach irgendwo anstehen kannst, dass die abschiessen. Aber bei mir gibt es sehr viele Fotos von Situationen in dem Spiel. Und das ist immer schwierig, weil Fotos sind extreme Momentaufnahmen. Aber da sieht man extrem, wie fest das die Augen arbeiten. Mhm. Und darum würde ich das eigentlich als mein wichtigster Körperteil bezeichnen. Etwas anderes Außergewöhnliches an dir ist ja, dass du wenigstens zu Juniorenzeiten als Vorbereitung auf den Match hast du dich, glaube ich, wie Opernsänger wahrscheinlich hat das dort. Hast du dich eingesungen? Stimmt das? Es war nicht vor dem Match, es war während dem Match. Sogar? Aber das ist vor allem zum... Es hat ein bisschen Funktion gehabt, dass ich eigentlich ein bisschen locker bleibe. Mhm. Und nicht alles ein bisschen zu verkrampft nehme. Sondern wirklich... Aber es hat... Je älter ich geworden bin, desto schlechter es tönt. Und bis ich es dann mal ganz aufgeben. Gut, das hat doch niemand gehört draussen, wenn du... Ja, wenn es hat sich schon mal einen umgekehrt gehabt, dazumals. Aber nein, ich meine, es war ja einfach ein kleiner Trick gewesen, um sich ablenken eigentlich und nicht zu fest fokussiert zu sein. Mhm. Und was hast du denn so gesungen? Ja, wahrscheinlich würde ich mal sagen, Hitparade dort. Ah ja? Nein, ich weiss es auch nicht mehr. Also sicher mal Lemon Tree. Mhm. Ist sicher mal einer von diesen Klassikern gewesen, aber sonst das könnte ich dir nicht sagen. Ja, nein, ich kann keine Kursprobe geben da, davon. Sicher, okay. Nein, das gar nicht. Also, warte, ich muss da gerade schnell schauen, ob man da irgendwo... Das ist das mein Zuhause da. Genau, die Leute denken, da hat er aber schön Schöpfung. Ja, jetzt müssen wir noch schnell schauen. Also, ich habe ja... Ich bräuchte jetzt das iPad noch mal ein bisschen gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich freue mich. Du musst ja zuerst noch. Hat das Video auf mich auch so getönt? Nein, nicht so gut eigentlich. Jetzt geht's so. I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around.
waiting for you, but nothing ever happens. Jetzt kommt das große Finale. I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Wonderful, yeah. Ganz gut, ganz stark. Ja, aber ich weiss nicht, wer jetzt da mehr brilliert hat. Du oder ich, das muss also, ich sagen. Von wegen sie ich immer schlechter geworden. Bist du der Good Cop zu Hause? Sie haben mal immer Freude, wenn ich nach Hause komme. Das ist mal ein guter Anfang. Das ist gut, das ist so. Ich bin so einer, der recht viel Sachen macht. Ja. Schon? Und auch nicht so einen strengen. Ah ja? Nein. Ich will natürlich meinen Kindern schon Sachen mitgeben, wie Ehrlichkeit und alles, aber ihnen vielleicht auch den Spass am Leben zeigen und wirklich auch sagen, dass es halt ein Lächeln braucht. Mhm. Und du und deine Frau Tanina, ihr sind seit du wenigstens 14 bist, ja, sind ihr zusammen. Also, ich stelle mir das vor, ihr habt euch in der Schuldisco kennengelernt. Oder das erste Mal geküsst. Ja, wenn. Ja. Ja, weißt du, wie es ist? Wenn das Beste dir am Anfang über den Weg läuft, dann musst du das Beste nehmen. Sie ist in eine Parallelklasse gegangen. Wir haben uns im Skilager eigentlich kennengelernt. Und ich konnte sogar noch ein Skilager machen. Was war das? Novize. Novize konnte ich. Ich dann einfach einmal einen Tag ein Spiel machen, mhm, auf Lausanne und dann... Das hat natürlich Eindruck gemacht, oder? Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, sie hat das erst vorher schon gewusst, mhm, dass ich... Dass die Genonis-Brüder eigentlich mit dem Hockey verbunden sind. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich... Ich bin einfach ein Hübscher gewesen. Ist klar, das muss lange. Ja. Wenn man 14 ist, dann lange zu aussehen. Das ist so, ja. Nein, es ist... ja, ich glaube, es ist eine lange... Nein, ich habe sie eigentlich recht schnell erobert, würde ich mal sagen. Was hat es denn gebraucht? Ein bisschen Charme. Ach komm, sicher. Ja, ich weiss. NHL, du hast immer gesagt, nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und das, obwohl, und jetzt kannst du eins weitergehen, obwohl wir an dem Teich zum Beispiel so Sachen sagen. Leonardo Giannone, 18-1 in the third period, we outshot them, and they win the game. How could they win the game being outshot 18-1? And we played a great game, but this guy is unbelievable. We should start thinking about this guy in the National Hockey League. Wenn der Don Cherry sagt, jetzt sollten wir uns langsam mal Gedanken über den Herr machen, ob der nicht in der NHL spielen sollte, was machst du dir dann für Gedanken dazu? Ich muss sagen, gar keinen. Das ist, nein, was soll ich sagen? Es ist wirklich so gewesen, dass es irgendwie nicht wirklich nie der richtige Zeitpunkt war. Es hat, ich glaube, in dem Alter, wo das dort auch interessant wird, hat man einfach die internationalen Einsätze gefällt. Und jetzt, im ich sage mal, vorgeschrittenen Alter, wären die um, oder sind jetzt mal rum gewesen, die letzten drei Jahre. Und das ist, ich glaube, es lohnt sich auch nicht, zum gross darüber nachzudenken, weil ich habe hier in der Schweiz genug Herausforderungen. Klar habe ich Freude, wenn ich gegen sättige Goalies vor allem spielen kann, ja, an einer WM. Aber ja, also für mich stimmt es eigentlich so. Jetzt gehen wir hier gerade, hast du gesehen? Da gehen wir rechts. Ah, da rechts, sorry. Jetzt sind wir in Kirchberg. Genau. In deinem Zuhause. Nicht nur dein Zuhause, die ganze Familie, die Schwiegereltern sind auch da, oder? Also, es ist... Ja. Home sweet home. Ja. Ja. es ist ein ganz, ganz schönes Dorf. Ich durfte hier aufwachsen. Und durfte hier zurückkommen. Also von dem her ist es wirklich... Eigentlich perfekt, ja. Meine Eltern sind noch da, meine Frau, ihre Eltern sind noch da. Meine Brüder sind in der Nähe. Es ist mein Zuhause. Ja.
und das wunderschönste Heim. Also du mit Aussicht auf Bergen und den See. Danke dir vielmals, dass du Zeit hast, dass wir dich herumfahren dürfen. Darf ich noch nicht von mitnehmen? Ja, du hast auch Kirschstängel, darfst das auch mitnehmen. Das ist lieb, herzlich willkommen. Da darfst du ein bisschen gut zugreifen. Und selbstverständlich, du meldest dich, wenn du jemals wieder für den Chauffeur brauchst. Das ist gut. Ist das gut? Sehr gut. Danke vielmals. Danke dir vielmals. Ja. Und ein anderes Mal. Ja, hoffentlich bald wieder. Sicher. Mach's gut. Merci.